Sorge nicht um das, was kommen wird. Weine nicht um das, was vergeht. Aber sorge, dich selbst nicht zu verlieren. Und weine, wenn du dahin treibst im Strome der Zeit, ohne den Himmel in dir zu tragen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit diesen bedenkenswerten Worten von Friedrich Schleiermacher begrüße ich Sie vom Niersteiner Marktplatz aus. In diesen Tagen gibt es vieles, was besorgniserregend ist. Pandemie und Klimakrise rütteln uns auf. Sie lassen uns spüren, wir haben große Probleme. Probleme, die die ganze Menschheit betreffen. Die Festlichkeit des Advents erscheint in diesen Tagen fast unpassend. Doch Advent meint mehr als Weihnachtsmarkt und Betriebsfeier. Advent ist die Zeit der Vorbereitung, die Zeit der inneren Erwartung, auch die Zeit der Umkehr. Was bedeutet es, jetzt in diesen Tagen den Himmel in sich zu tragen? Es ist der Blick auf Jesus Christus. Jesus Christus, der gesagt hat, ich werde zurückkommen. Ich werde kommen und diese Welt von all ihrem Unheil erlösen. Ich werde sie frei machen. Und all dieses Leid wird nicht mehr sein. Das macht uns Mut. Advent bedeutet, diesen Jesus direkt in unser Herz hineinzulassen. Und zu sagen, ich lade dich ein. Jesus, wohne du auch in mir. Das heißt Advent. Und das wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie spüren, dieses Licht lebt auch in Ihnen, dieses Licht der Ewigkeit. Denn die Finsternis wird vergehen, aber Gottes Licht bleibt für immer. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten dritten Advent.